wir übernehmen einfach Werturteile, die uns in der Kindheit eingetrichtert wurden oder die wir dann durch die Medien erfahren haben oder durch die Gesellschaft, durch Lehrer, durch Vorgesetzte und so weiter. Das heißt, die Werte, nach denen wir uns heutzutage richten oder nach denen man sich persönlich richtet, sind meistens einfach übernommen und es sind keine eigenen durchdachten Weltanschauungen, wo man sich selbst fragt, will ich denn überhaupt so leben? Will ich das verurteilen und das als gut ansehen und das als schlecht ansehen? Man tut es einfach, weil man es so gelernt hat. Und in der Kindheit hat man auch wenig Möglichkeiten, weil man noch kein eigenes Weltbild hat. Man muss sich quasi von den Erwachsenen, von der Gesellschaft, von den Eltern dieses Weltbild erstmal aneignen. Aber was wir oft vergessen, wir vergessen es dann zu überdenken, weil wir durch die Medien und durch die Gesellschaft so lange und so viel stärker dann noch im späteren Leben diese Werte noch mehr eingetrichtert bekommen, dass wir ganz vergessen zu überlegen, will ich das, was die Gesellschaft verurteilt, was eigentlich 90% der Menschen verurteilen, will ich das auch verurteilen? Will ich das als gut befinden, was die anderen als gut befinden, oder will ich meinen eigenen Kopf mir machen und gucken, was will ich, was empfinde ich als gut? Und es ist ja wichtig, Dinge als gut oder als schlecht zu definieren für einen selbst, weil das zeigt einem, wer man ist, zeigt einem seine Grenzen, was man akzeptiert, was man nicht akzeptiert. Es ist also wichtig, um seinen eigenen Lebensweg zu gehen. Aber dieses Gut und Schlecht, dieses Definieren dieser Grenzen, das sollte aus einem eigen selbst durchdachten Inneren kommen und nicht von der Gesellschaft eingetrichtert werden. Man sollte das also sehr stark hinterfragen. Und es ist bei den meisten Menschen so tief drin, dass sie gar nicht erkennen, dass es überhaupt nicht deren Meinung ist. Aber es gibt noch einen wichtigen Zusatz, und zwar ist es so, dass wir unsere Werturteile, egal ob wir sie uns dann selbst gebildet haben, aus unserem tiefen Ich heraus, oder ob wir sie übernommen haben, meistens ist es so, dass die gegensätzliche Meinung, also wenn wir innerlich zu etwas sagen, das stimmt für mich, und andere sagen zu derselben Sache Nein, dann verurteilen wir die anderen Leute dafür. Oder wenn wir zu etwas innerlich Nein sagen und jemand anders sagt Ja, dann verurteilen wir die anderen Leute dafür, dass sie eine andere Meinung haben. Das heißt, wir trennen. Und das ist nicht der Weg des wahren Ich, das ist der Weg des Ego. Und das machen wir sehr häufig. Der Meinung, der wir sind, das ist für uns die wahre Meinung, die gute Meinung. Und alles, was anders ist, verurteilen wir, dagegen kämpfen wir, darüber regen wir uns auf und so weiter. Es ist nicht der Weg, den man gehen sollte, sondern man soll gucken, was ist für einen selbst stimmig und danach leben, aber ohne die Gegenseite zu verurteilen. Das ist ganz wichtig, um ein friedvolles, leichtes, glückliches Leben zu führen. Das nochmal dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.